zum Programmschluss die Tagesschau. Meine Damen und Herren, die Krise zwischen Washington und Teheran tritt in eine neue Dimension. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat am Abend beschlossen, innerhalb von 24 Stunden zu einer Dringlichkeitssitzung zusammenzutreten. Schon am 9. November hatten sich die Mitglieder des Sicherheitsrates auf einen Appell an den Iran geeinigt, die Geiseln in der amerikanischen Botschaft in Teheran unverzüglich freizulassen. Die Sondersitzung geht auf einen Antrag von UN-Generalsekretär Waldheim zurück. Er hatte von seinem Recht auf Einberufung Gebrauch gemacht, da er in der Zuspitzung des amerikanisch-iranischen Konflikts die größte Bedrohung des Weltfriedens seit der Kuba-Krise von 1962 sieht. Die Fronten haben sich weiter verhärtet, nachdem der iranische Revolutionsführer Khomeini die Jugendlichen des Landes aufgerufen hatte, sich auf den Kampf gegen die USA vorzubereiten. Die Vereinigten Staaten bezeichnete er als den größten Feind des Iran. Vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York begann unterdessen eine dreitägige Debatte über das Palästinenserproblem. Die ersten Sprecher riefen Israelis wie Araber zum Umdenken auf, da jetzt die Stunde der Friedensbemühungen gekommen sei. Israel solle seine unnachgiebige Politik aufgeben und sich mit der Existenz eines Palästinenserstaates an seiner Seite vertraut machen. Ebenso müsse die Drohung vom Tisch, die Juden ins Meer zu werfen. Und jetzt ein Überblick über weitere Meldungen des vergangenen Tages. In der Bundesrepublik schwelt die Asylaffäre weiter. Die Bundesregierung warf Bayern erneut vor, bei der Zurückweisung von Asylsuchenden aus dem Ostblock gegen Bundesrecht verstoßen zu haben. Trotzdem will Bonn zunächst nicht einschreiten, obwohl das verfassungsrechtlich möglich wäre. Bayerns Innenminister Tandler kündigte inzwischen die Versetzung von Beamten an, die für die Abschiebungen verantwortlich waren. Personelle Konsequenzen für sich oder seinen Staatssekretär Neubauer will Tandler aber nicht ziehen. Bei den Rundfunk- und Fernsehanstalten in der Bundesrepublik wird es voraussichtlich im kommenden Monat einen eintägigen Warnstreik geben. Über einen entsprechenden Antrag des Vorstands der Gewerkschaft Rundfunk, Fernseh, Film, Union im Norddeutschen Rundfunk wird der Hauptvorstand der RFFU am 3. Dezember in Berlin entscheiden. Ziel des Warnstreikes soll es sein, beim NDR die Arbeitsplätze zu sichern und die Arbeitsbedingungen zu erhalten. In München begann der Prozess gegen den 37 Jahre alten Dieter Zloff. Ihm wird vorgeworfen, an der Entführung des industriellen Sohns Oetker vor 3 Jahren beteiligt gewesen zu sein. Zloff bezeichnete sich in der Eröffnungsverhandlung als unschuldig. Richard Oetker, der noch heute infolge des Verbrechens auf Krücken angewiesen ist, war 2 Tage nach der Entführung gegen ein Lösegeld von 21 Millionen Mark lebensgefährlich verletzt wieder freigelassen worden. Das Urteil wird für März erwartet. In Venezuela sind neue riesige Ölvorkommen entdeckt worden. Im Orinoco-Gebiet soll nach Auskunft der Regierung in Caracas 500 Milliarden Barrel Öl lagern. Das entspricht fast den bisher bekannten Reserven aller OPEC-Länder zusammen. An den Olympischen Spielen im kommenden Jahr können sowohl die Volksrepublik China als auch Taiwan teilnehmen. Die Voraussetzungen dafür schuf das Internationale Olympische Komitee mit dem Beschluss, Peking als Vollmitglied in das IOC aufzunehmen. Taiwan wurde aufgefordert, den Namen seines Olympischen Komitees zu ändern und auf eine eigene Flagge und Hymne zu verzichten. Dem Drängen Pekings, Taipeh aus der Organisation auszuschließen, gab das IOC jedoch nicht nach. Die Wettervorhersage für Dienstag, den 27. November. Im Süden zunächst bedeckt und Regen, in den Alpen Schneefall. Im Tagesverlauf hier, wie im übrigen Deutschland, Bewölkungsauflockerung und einzelne Schauer. Abends im Nordwesten erneut Eintrübung und nachfolgend Regen. Tiefstemperaturen in Südbayern um 0 Grad. Sonst 2 bis 5 Grad. Tageshöchsttemperaturen 6 bis 10 Grad. Mäßiger bis frischer Wind aus westlichen Richtungen. An der Küste nachts und vormittag stürmischer Wind aus West bis Nordwest, zeitweise Orkanstärke erreichend. Das waren die letzten Meldungen. Damit, meine Damen und Herren, ist das Programm des Deutschen Fernsehens beendet. Hier noch ein Blick auf die Uhr. Es war vor wenigen Sekunden 0 Uhr und 36 Minuten. 0 Uhr 36. Hinweise auf das Programm von heute, Dienstag, den 27. November, geben wir Ihnen auf den folgenden Schrifttafeln. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.